Der Versuch ist gut. Dann steigern wir das Gewicht auf 175 Kilogramm von Walter Kurda. Im ersten Versuch Ständer 9-7. Und bereithalten für die zweiten Versuche Verena Becker und Anke. Der Versuch ist gut. So, wir kommen nun zu Walter Kurda und seinem zweiten Versuch. 185 Kilogramm auflegen. Ständerhöhe 9,7. Vielleicht nur als Hinweis: Walter Kurda von seinem Geburtsdatum her ist eigentlich ein AK-2-Mann. Aber er hat extra gesagt, er möchte mal den Aktiven starten. Also Hut ab und 185 jetzt auflegen für den Walter Kurda. Bereithalten für die dritten Versuche: Irena Pieper und Anke Wendt. Ständerhöhe 9,7. Plan für Walter Kurda. Der Versuch ist gut. Nur als Hinweis, normalerweise nächstes Jahr ist der Walter dann schon AK3, also dann ist schon 8, den würde ich sagen. So, zum letzten Athleten auch in dieser Gruppe, der Walter Kurda, für ihn im dritten Versuch bitte 192,5 Kilogramm auflegen. Ständerhöhe ist 9,7. Ja. Wenn ich das sagen darf, dieses Jahr 1953, ja? Aktiven Ständerhöhe 9,7. Und die Hand ist beladen für Walter Kurda. Der Sportfreunde mit diesem letzten Versuch von Walter Kurda wäre der Wettkampfteilnehmer.